kommt ein Mann sonntagnachmittags in Hamburg am Hauptbahnhof an und will sich ein Taxi nehmen. Er geht zum Taxistand und fragt den Fahrer, wie viel eine Fahrt nach Wedel kostet. 50 Euro, sagt der Taxifahrer. Sagt der Mann, ich habe aber nur 40 Euro, kannst du mich trotzdem nach Wedel fahren? Nee, sagt der Taxifahrer, die Fahrt nach Wedel kostet 50 Euro. Na gut, sagt der Mann, dann fahr mich ebenso weit, wie die 40 Euro reichen. Der Taxifahrer fährt los bis Rissen, für Ortsunkundige, kurz vor Wedel und sagt, sorry, die 40 Euro sind jetzt alle raus. Sagt der Mann, guck mal, es regnet und es sind doch nur noch ein paar Kilometer bis Wedel. Kannst du nicht einfach eine Ausnahme machen? Nee, raus. Eine Woche später, wieder Hamburger Hauptbahnhof. Wieder kommt der Mann an und braucht ein Taxi. Diesmal stehen 8 Taxis am Taxistand und im letzten sitzt der Taxifahrer von letzter Woche. Der Mann geht zum ersten Taxi und fragt, was kostet die Fahrt nach Wedel? 50 Euro. Okay, hier hast du 100 Euro, 50 Euro, wenn du mich nach Wedel fährst und 50 Euro, wenn du mir einen bläst. Der Taxifahrer wird rot und brüllt, mach bloß, dass du davonkommst, du Schwein! Der Mann geht zum zweiten Taxi und fragt wieder das Gleiche. Was kostet die Fahrt nach Wedel? 50 Euro. Okay, hier hast du 100 Euro. 50 Euro, wenn du mich nach Wedel fährst und 50 Euro, wenn du mir einen bläst. Der Taxifahrer reagiert genau wie der erste. So geht das die ganze Reihe durch, bis der Mann zum letzten Taxifahrer kommt, dem von letzter Woche. Fragt der Mann, was kostet die Fahrt nach Wedel? 50 Euro, weißt du doch noch von letzter Woche. Gut, sagt er, hier hast du 100 Euro, 50 Euro, wenn du mich nach Wedel fährst und 50 Euro, wenn du jetzt im Vorbeifahren allen Kollegen zuwinkst.